Aha. Aha, nur die interagiert mit der einfach. Okay. Geht's raus. Genug geurgelt. Hey, warte. Ja, ich Pucki. hatte ja schon mal gesagt, dass ich in Edna recht aus darauf geachtet habe, dass man die Umgebung möglichst stark verändern kann. Und hier in der Kirche kam mir die Idee, dass man die Umgebung nicht nur optisch verändern kann, indem man halt irgendwie Gegenstände kaputt macht oder bekritzelt oder, sondern eben, dass man die Umgebung auch akustisch verändern kann. Edna erobert diese sehr stille, diese betont stille Kirche, indem sie laut macht. Also je lauter es in der Kirche wird, desto mehr von ihr findet in der Kirche statt. Tja, das Rätsel mit dem Gitarrenfeedback funktioniert zwar nicht so richtig gut, aber also schlechter, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und es ist auch offensichtlich komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte. Viele Leute daran verzweifelt sind. Nichtsdestotrotz finde ich nach wie vor, dass das Ganze eigentlich eine sehr gute Idee war. Joa, okay, Gitarrenfeedback. Huch. Was? Edna. Was ist hier passiert? Was hast du Mörder. getan? Das kommt nun mal davon. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Mein Werk. Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf Was nie hast du wieder in getan? die frische Luft. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Leiche. Da ist nichts mehr zu retten. Schlüsselmeister. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Nachdenken. Aha. Bruderschläger. Mach ja keine Dummheiten. Okay. Mit dem Poloschläger hier. Nein. Nicht? Sonst bist du doch immer so zerstörerisch. Nein. Nein. Zickzack-Schläger. Nein. Topflappen. Nein. Harvey. Was denkst du, Harvey? Ist das meine Schuld? So Niemals. darfst du nicht denken, Edna. Du wolltest nur das Beste für alle. Eine kleine pinke Pfütze. Leute, die mal Harvest in den Augen gespielt haben, Spoiler von meiner Seite aus. Jetzt übernehme ich mal schon die Rolle von Pookie. Nein. Stimmt auch wieder. Leute, die etwas neue Harvest in den Augen gespielt haben, wissen, was es mit den pinken Flecken auf sich hat. Ja. Nein. Ihm einfach mal Kopfhörer. Willst du die Kopfhörer hier? Bei dem Lärm, den du verursachst, wäre das keine schlechte Idee. Aber unangeschlossen sind die ziemlich sinnlos, meinst du nicht auch? Okay. Hinauf. Ui. Richtung. Poloschläger. Natürlich. Oh. Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Okay. Nochmal. Mach Die keinen Leiche. Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Die Leiche baumelt.
Ganz schön düster, wie Edna hier in der letzten Szene aus lauter Verzweiflung auch noch die Kirchenglocke schlagen muss. Wie gesagt, es gibt halt noch ein happiges Ende mit diesem Kapitel. Dafür gibt es noch eine lustige Sache hier in diesem Screen, und zwar, wenn man sich die Ferne anguckt, dann kriegt man nochmal einen kleinen Ausblick darauf, was so aus dem Alumann geworden ist. Nein. Das hat mir gut gefallen. Ich habe noch nicht in die Ferne geguckt. Wo ist denn die Ferne? Hier ist die Ferne. Ansehen. Ferne. Ich kann in der Ferne die Anstalt sehen. Und da ist die Straßensperre. Und da. Ist das etwa der Alumann auf der Aussichtsplattform? Oh. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ja. Das war's mit dem Alumann. Der Mond. Du willst den Mond anzünden. Sieh mal, Harvey. Der Mond. Du bist doch kein Wolf, Harvey. Du bist ein Häschen. Zickzack-Schere. Mit Zickzack-Muster käme er einfach noch. Okay, das haben wir alles schon ausprobiert. Im nächsten Stream. Ja, noch einmal. Dingeldunk. Alle guten Dinge sind drei. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. Ich komm schon selber runter. Tja. Warte mal kurz, der Boogie hat noch was zu sagen. Dieser Screen beherbergt wohl eine der härtesten Szenen im Spiel. Ja, die Spoiler. Und damit auch den stärksten Bruch in der Gesamtstimmung. Das erste Mal, dass man halt so wirklich mit der tatsächlich ungeschminkten Brutalität konfrontiert wird, die, naja, indirekt und ohne es zu wollen, aber die sie halt tatsächlich irgendwo im weitesten Sinne zu verantworten hat. Und das wird ihr vom Schlüsselmeister auch sehr direkt vorgehalten. Und ja, wer hier nicht dreimal schluckt, sollte nachträglich vielleicht das Spiel niemals gespielt haben, ich weiß es nicht. Aber man soll ja über die Geschichte und über das Geschehene reflektieren. Und dies ist der Punkt, an dem man halt das erste Mal überhaupt angehalten wird, nachzudenken. Was hast du eigentlich die ganze Zeit über angerichtet? Ich kenne das Spiel ja schon. Ich weiß, was passiert. Ich sag's euch nur nicht. Oh wei. Orgel. Können wir wieder orgeln? Tschüss. B. Da müssen wir irgendwie eine Melodie drauf spielen. Wahrscheinlich die aus dem Katalog dort hinten. Der ich mir bloß nicht eingeprägt. D interagiert mit dem, ja, mit dem Bass. Tja. C. Tja. Geh jetzt raus. Ich habe eine Klappe, die ich noch nicht geöffnet habe. Sehr schön. Wenn wir jetzt D drücken. Dröhnen. Nichts passiert. Kopfhörer mit Orgel, das wäre ziemlich blöd. Die Klappe. Ach was. Orgel. C, H, D, E. H. Oi. Kopfhörer. Sehr schön.
Jetzt müssen wir die Musik reinfolgen. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier. Da steckt. Steckt der Kopfhörer drin. Müssen uns die Musik reinfolge merken. Das habe ich doch schon in dem Buch gesehen. Da war ja auch eine Orgel drauf abgebildet. Ganz genau hier. Ja, komm hier. Heft. Nee, nicht in dem Heft. Nein, das ist in dem Buch. Genau hier. E-G-A-H-D. Genau in dieser Reihenfolge, oder? Ja, genau in dieser Reihenfolge. E-G-A-H-D. Oder? Das zählt hier drauf. Das heißt, das zählt. Wahrscheinlich hier. Und dann müssen wir auch noch Klavier. Oh, wir müssen erst Klavier spielen und dann. Okay. Also E. A. D. A. Cis. Oder B oder. E, G, A, H, D. Das merke ich mir erstmal. E. G, A, H, D. Versuchen wir es mal so. Das Buch können wir leider nicht mitnehmen. Ich gehe HD. Okay. Hier brauchen wir doch ein bisschen länger. Wird wohl doch 2 Stunden brauchen. Wir ziehen heute durch. Wir machen das. Ich mache heute das Finale. Egal, ob es jetzt 2 Stunden oder 1 Stunde braucht. EGAHD sagst du. E. Oh. E. Jetzt G. D. Sehr schön. Scheint zu funktionieren. AHD. Was ist das jetzt? Ah, hier ist hier. HD. Ja, HD ist das jetzt hier nicht, aber H. Und D. Hey, das rockt. Oh. Harvey, der Rockstar. Okay. Ja, grauenvoll. Schalt das ab. D muss noch drücken. D. Na komm. Ein letztes Mal. Drücken. Okay. Geh jetzt raus. Hat der jetzt. Oh, der hat die Kopfhörer auf. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Versuche möglichst nicht leise zu sein. Nochmal die Glocken läuten. Machen wir's laut. Warte. Ich nehme unterschreiben. Ich habe den Schläger bereits markiert. Er gehört jetzt und wer was an. Glocke. Help. Oh, ja gut. Dr. Marcel was here. Sehr gut. Das hätte ich fast vergessen. Dass wir noch kritzeln können. X. Schere. Daran beißt sich meine Schere die Zähne aus. Gut. Na dann. Dingedong. Was zum? Was war das für ein Schrei? Was war das für ein Schrei? Der Schlüsselmeister. Weg ist er. Wo ist er denn nur hingegangen? Oh nein. Das wollte ich doch nicht.
Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Jetzt Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Ach, du Schreck. Dreimal Schluck.